Hallo liebe Nathalie Adeberg, du bist zurück in Mainz und jetzt bei den Mainzer Dynamites und darüber und über deine bisherige Handballkarriere wollen wir heute ein bisschen quatschen. Erstmal vielen lieben Dank, dass du die Zeit für uns hast. Sehr gerne, ich freue mich, dass ihr mich dazu interviewen wollt und ich habe einfach auch Spaß dabei und mal gucken, welche Fragen so auf mich zukommen. Wie kam denn der Kontakt zu Mainz 05 jetzt zustande? Das war auch schon immer geplant, also innerlich von mir, dass ich definitiv wieder nach Mainz zurück möchte. Die Frage war, wann. Mhm. Und das war dieses Jahr sehr spannend, weil das sehr knapp war. Also es war alles sehr plötzlich und ich hatte das erst in so ein paar Jahren erst geplant. Und dann kam aber das Angebot von Mainz 05 und es hat plötzlich alles gepasst. Und deswegen habe ich das dann ja, einfach mal so angenommen und probiert, was geht. Und jetzt bin ich hier. Sehr schön. Der Verein hat sie auch wirklich mit der ganz großen Trommel verkündet und hat gesagt, das ist ein Coup, ja, an dem sie lange gearbeitet haben. Mhm. Wie ist das so, mit der, also diese Wertschätzung so zu spüren? Wie war das? Ungewohnt, aber auch sehr schön. Ihr spielt beide Handball, deine Schwester und genau, du. Deine Schwester ist in der zweiten Mannschaft, ist 3 Jahre jünger. Wie ging das denn bei der Handballbegeisterung los? Ist das bei euch familiär vorgeprägt oder war das Zufall, dass ihr Mädels da beide eingestiegen genau seid? Ja, also Mama, Papa sind beide Handballer. Meine Mama war ganz lange Trainerin und hat uns dann mitgenommen. Wir waren dann, ich weiß nicht, meine Schwester war, glaube ich, noch im Stillalter und war schon in der Halle, während ich dann schon rumgesprungen bin. Wusste noch gar nicht, wie Handball überhaupt funktioniert, was das ist. Aber wir standen schon auf dem Spielfeld und hatten einen Plan von nichts und wurden einfach mitgenommen. Und mein Papa hat auch bis vor kurzem noch sehr, sehr lange gespielt. Und das war einfach so in die Wiege gelegt worden. Um mal in deine Handballhistorie zu schauen, du hast beim SC Lerchenberg gespielt als Kleine, ne? Genau. Hast dann tatsächlich auch damals noch in der klassischen Jugendmannschaft bei den Dynamites gespielt, da gab es das noch stärker, also ja, damals ja noch nicht Dynamites, aber eben auch bei Mainz genau, 05. Genau, ja. Was war dann die Entscheidung für dich, wegzugehen? Es gab andere Angebote von anderen Vereinen und das zog so ein bisschen das Argument Bundesliga spielen. Mhm. Und das war halt zu dem Zeitpunkt einfach in einem anderen Verein, also Trier, einfach gegeben. Und durch die Auswahlmannschaften, durch die Trainingseinheiten dort, kannte man die Mädels dann auch dort schon. Und es war einfach ein ganz anderes Gefühl, weil von zu Hause ausziehen ist natürlich ein Riesenschritt. Und dann auch noch in ein Internat rüber zu wechseln oder ein Teilinternat hieß es damals, das war einfach irgendwie auch so eine Herausforderung, die ich unbedingt wahrnehmen wollte. Ich habe gelesen, du musst jetzt bei Jung gegen Alt schon bei den Alten ja antreten, obwohl 27 eigentlich noch so bei Jung ist. Mhm. Was ist denn für dich so das, wo du sagst, das würdest du gerne in diesem Team einbringen? Verantwortung auf jeden Fall. Ich möchte den etwas Jüngeren so ein bisschen zeigen, wie es dann auch manchmal funktioniert, auch wenn sich das jetzt gerade ein bisschen doof anhört. Aber die Härte ist halt schon krass. Mhm. Also gerade auch in der ersten Liga, der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga ist krass, auch was das Körperliche angeht. Die letzte Saison ist ja durch Corona eben nicht klassisch zu Ende gespielt worden, sondern leider eben auch bei euch abgebrochen worden. Du warst ja schon eine Weile im Verein. Mhm. Wie hat das auch den Abschied verändert, dass man so gar nicht irgendwie den normalen Schlusspunkt setzen konnte? Es fühlt sich nicht wie ein kompletter Cut an. Ich habe ja vorher bei Wuppertal gespielt und ich kann es gar nicht so genau beschreiben, aber man fühlt sich irgendwie Wuppertal noch ein bisschen zugehörig. Mhm. Wohnt aber in einer anderen Stadt und spielt auch in einer anderen Stadt. Also so eine richtige Verabschiedung auch mit der Mannschaft oder mit den Mädels dann auch vor Ort, mit den Fans auch. Das hat es leider nicht gegeben. Das ist extrem schade. Man stand auch irgendwie vor einem Loch. Man wusste nicht, wie man es sonst machen soll. Und ich könnte mir vorstellen, da ja natürlich die Bezahlung sowieso im Handball und dann im Damenhandball noch mal stärker eine ganz andere ist als beispielsweise bei den Fußballern, dass das wahrscheinlich auch ganz andere Existenzängste irgendwie rausholt, oder? Ja, definitiv. Also durch Corona sind natürlich sehr, sehr viele Maßnahmen ergriffen worden, was uns das alles total schwer macht, auch den Spielerinnen einfach auf dem, oder den Spieler und Spielerinnen auf dem Spielfeld. Klar, dem Verein natürlich auch. Und ich glaube, der hat am meisten daran zu knabbern, dass irgendwie in den normalen Umständen irgendwie zu integrieren. In Mainz ist ja in der Halle wirklich immer viel los, also gerade auch vom Fußball, aber auch originäre Handballfans, die eben da einen riesen Remi-Demi machen. Das hast du jetzt die letzten Jahre immer nur als Auswärtsspielerin ja erlebt. Wie sehr blutet dir das Herz jetzt mit der leeren Halle? Es ist total komisch. Also es ist krass, hätte ich nicht gedacht. Oder man kennt das ja aus der Vorbereitung, dann kommen ja eher weniger Zuschauer, das sind einfach nur Trainingsspiele. Aber
es wird wirklich so der Faktor Fan, dass man nach vorne gepeitscht wird, auch wenn es nicht gut läuft oder wenn es super gut läuft, dass man da noch getragen wird von dieser Welle, von den Fans. Und das ist ein Riesenfaktor, der einfach fehlt, der wegbricht und sehr, sehr schwierig ist, ehrlich gesagt, damit umzugehen. Zur Realität im Damenhandball gehört ja, dass ihr von den Spielergehältern nicht leben könnt. Das heißt, ihr habt alle zwei Jobs. Du bist gelernte Bankkauffrau und arbeitest jetzt in Wiesbaden. Wie kombinierst du das zeitlich alles? Das ist ja schon einiges, was da irgendwie gehuckt werden muss. Ja, ich bin gespannt. Also ich fange jetzt im Oktober an. Da geht es bei mir dann richtig los. Es wird eine 40-Stunden-Woche, ganz normal, wie vorher auch sein, bei meinem alten Job in Leverkusen. Und es hat immer irgendwie funktioniert. Und ich glaube, das Verständnis von Trainer oder vom Verein ist allgemein sehr, sehr groß. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Wir hatten hier heute krasse Drehumstände, haben es aber, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Du bekommst von mir auch Corona-konform ohne Anfassen die Mainz 05 Gummibärchen in der Wortpiratin Gummibärchen-Tüte als Dankeschön. Dankeschön. Vielen lieben Dank für deine Zeit.